Ein Brudermord von Franz Kafka, gelesen von Martin Schlederer. Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schmar, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese das Opfer aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauende Nachtluft. Aber Schmar hatte nur ein dünnes blaues Kleid angezogen, das Röckchen war überdies aufgeknüpft. Er fühlte keine Kälte, auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht, die Scheide blitzte auf, nicht genug für Schmar. Er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, dass es Funken gab. Bereute es vielleicht, und um den Schaden gut zu machen, strich er mit ihr violinenartig über seine Stiefelsohle, während er, auf einem Bein stehend, vorgebeugt, gleichzeitig den Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Pallas, der der Nacht aus seinem Fenster im 2. Stockwerk alles beobachtete? Er gründe die Menschennatur. Mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd, blickte er hinab. Und 5 Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wese, den Fuchspelz über ihrem Nachthemd, nach ihrem Manne aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte. Endlich ertönt die Türglocke vor Wieses Büro. Zu laut für eine Türglocke über die Stadt hin, zum Himmel hinauf, und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt, vor dem Haus, gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Pallas beugt sich weit hervor, er darf nichts versäumen. Frau Wese schließt beruhigt durch die Glocke klirrend ihr Fenster. Schmar aber kniet nieder, da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, legt er nur das Gesicht und Hände gegen die Steine. Wo alles friert, glüht Schmar. Gerade an der Grenze, welche die Gassen scheidet, bleibt Wese stehen, nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune, der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend blickt er es an. Unwissend streicht er das Haar unter dem gelüpften Hut, nichts rückt dort oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen. Alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig, dass Wese weitergeht, aber er geht in das Messer des Schmar. Wese! Schreit Schmar auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesenkt. Wese, vergebens wartet Julia! Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmar. Wasserratten aufgeschlitzt, geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wese. Getan, sagt Schmar und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast gegen die nächste Hausfront. Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes. Wese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setze und du verschwindest ganz und gar? Nicht alles wird erfüllt. Nicht alle Blütenträume reiften. Dein schwerer Rest liegt hier schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die dumme Frage, die du damit stellst? Pallas, alles Gift durcheinanderwürgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügig aufspringenden Haustür. Schmar, Schmar, alles bemerkt, nichts übersehen. Pallas und Schmar prüfen einander. Pallas befriedigt's, Schmar kommt zu keinem Ende. Frau Wese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten eilt mit vor Schrecken gealtetem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich, sie stürzt über Wese,
Der Nachthemd bekleidete Körper gehört ihm, der über dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge. Schmarm mit Mühe, die letzte Übelkeit verbeißend, den Mund an die Schulter des Schutzmanns gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt.
Wiese, vergebens wartet Julia. Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmark. Wasserratten aufgeschlitzt geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wiese. Getan, sagt Schmar und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast gegen die nächste Hausfront. Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes. Wiese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setze und du verschwindest ganz und gar? Nicht alles wird erfüllt. Nicht alle Blütenträume reiften. Dein schwerer Rest liegt hier schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die dumme Frage, die du damit stellst? Pallas, alles Gift durcheinanderwürgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügig aufspringenden Haustür. Schmar, Schmar, alles bemerkt, nichts übersehen. Pallas und Schmar prüfen einander. Pallas befriedigt's, Schmar kommt zu keinem Ende. Frau Wiese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten eilt mit vor Schrecken gealtetem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich, sie stürzt über Wiese, der Nachthemd bekleidete Körper gehört ihm, der über dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge. Schmar mit Mühe, die letzte Übelkeit verbeißend, den Mund an die Schulter des Schutzmanns gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt. Gleichzeitig den Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Pallas, der der Nacht aus seinem Fenster im zweiten Stockwerk alles beobachtete? Ergründe die Menschennatur. Mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd, blickte er hinab. Und fünf Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wiese, den Fuchspelz über ihrem Nachthemd, nach ihrem Manne aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte. Endlich ertönt die Türglocke vor Wieses Büro, zu laut für eine Türglocke über die Stadt hin, zum Himmel hinauf, und Wiese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt vor dem Haus, gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Pallas beugt sich weit hervor, er darf nichts versäumen. Frau Wiese schließt beruhigt durch die Glocke klirrend ihr Fenster. Schmar aber kniet nieder, da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, legt er nur das Gesicht und Hände gegen die Steine. Wo alles friert, glüht Schmar. Gerade an der Grenze, welche die Gassen scheidet, bleibt Wiese stehen, nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune, der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend blickt er es an. Unwissend streicht er das Haar unter dem gelüpften Hut, nichts rückt dort oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen, alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz.
an und für sich sehr vernünftig, dass Wiese weitergeht, aber er geht in das Messer des Schmar. Wiese! Schreit Schmar auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesinkt. Wiese! Vergebens wartet Julia! Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmar. Wasserratten aufgeschlitzt geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wiese. Getan, sagt Schmar und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast gegen die nächste Hausfront. Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes. Wiese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setze und du verschwindest ganz und gar?